Hallo und herzlich willkommen zurück, Jan, zu Dying Light. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und hatten das Schutzgeld für Rais eingetrieben und jetzt müssen wir zurück zum Stützpunkt, um ja, unsere Belohnung abzuholen. Oder Belohnungen, mal gucken. Ich glaube, eine Aufgabe gab es noch. Für all diejenigen, die übrigens noch auf meinem Kanal sein sollten, in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link, wo ihr raufklicken könnt, um euch, ja, alle Folgen anzusehen. Das würde mich auch unheimlich gut unterstützen. Und wenn ihr zumindest diese Folge hier gut finden solltet, könnt ihr ja mal reinklicken. Dann, ja, würdet ihr mich, wie gesagt, unterstützen und alles. Und vielleicht gefällt euch ja, was ihr seht, ne? Da haben wir ein Stromkabel. Oh, Nüsse. Das ist sehr gut. Sonst ist hier nichts. Die Tür kann ich öffnen. Der brennt, der Zombie. Ich werde also auch langsam dann zurückgehen. Sorry, ja, Rais Festung. Weil... Ach, ich kann noch was machen. Crane, Crane, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin und zwar sofort. Rais hat mir zwei Kisten versprochen, Bracken. Zwei. Ich mach so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Eigentlich hätte da eine Kiste sein müssen. Oder habe ich jetzt bei der falschen Stelle gesucht? Na? War ja nicht ganz so geil angepasst. Ja, eigentlich, wie gesagt, hätte da eine Kiste liegen müssen. Und ich weiß sogar, wo wir als nächstes hin können, denn bei der nächsten Folge, wenn wir wieder beim Turm sind, weil da kriegen wir nämlich ein wenig Zeug, ne? Was wir gut gebrauchen können. Und ich muss gleich meine Waffe reparieren. Ich könnte ja eigentlich auch wieder mal ein paar bessere Waffen machen. Das Problem ist aber, da ich ja das nicht ja, weiterspiele, sondern immer nur im Let's Play, kann ich natürlich auch nichts sammeln groß, ne? Also Zeit hätte ich, aber ich mach's halt nicht. Okay, sind überall Zombies. Hier noch irgendwas Interessantes? Ne. Ja, leider, obwohl ich das Video, also eigentlich alle meine Videos inzwischen rendere, habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, an was es liegt, dass die Bildqualität nur unterschiedlich gut ist. Also wenn da jemand ja, Rat weiß, wäre natürlich sehr geil, wenn man mir das mal schreiben würde, was derjenige dann ändert. Weil normalerweise möchte ich 1A-Videos haben, aber das geht natürlich nicht immer, ne? So. Es könnte an meinem Programm liegen, es könnte am Spiel liegen. Vielleicht ist es eingestellt, obwohl ich die Helligkeit gar nicht erhöht habe. Ich weiß es nicht. Oder YouTube hat halt ein Problem, obwohl ich das nur schon rendere, wie gesagt. Oh, na super. Hey Leute, ich habe jetzt keine Zeit. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut, du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden oder komm gar nicht hier zurück. Okay, ihr habt's ja gehört. Wir sollen erst die vermisste Patrouille finden. Und in der Zwischenzeit kann ich ja ein bisschen gucken und Ausschau halten, ob wir nicht noch irgendwas, ja, Sinnvolles finden für unser Vorhaben. Der Zombie ist tot, oder? Ja. Ah, verdammt. Ich will jetzt nicht mich schon wieder gleich heilen, das bringt halt auch nichts. Sind wir fast da bei der Patrouille? Ich weiß nämlich gerade nicht.
Ich denke mal schon. Ach, oh, ja, nee, vielleicht. Oh, jetzt weiß ich, das ist eine komische Mission, Mann. Ist es das hier? Ne, ist daneben. Boah, Junge! Lasst mich doch in Ruhe! Ich werde mal kurz noch ein paar Sachen herstellen. Und zwar... Entwürfe, ja, muss hier raufgehen. Wir brauchen nämlich ein paar Böller. Und Medikits brauche ich auch. Ich werde ein Medikit mal machen. Da kriegen wir ja zwei Stück raus. Weil Molotow könnte ich damit auch machen. Jetzt habe ich's. Meine. Wo kommen die eigentlich schon wieder alle her? Das ist doch total nervig gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe natürlich nur Wurfsterne. Kein Molotow-Cocktail, kein Nix. Ja, du konntest nicht greifen. Ist klar. Schön, dass er das andere Medikit wahrscheinlich nicht aufgenommen hat. Das ist geil. Das freut mich. So, los, mach hin. Hier ist ein Fahrzeug. Mach hin. Ich kam wegen der Spiele her. Ich gehöre zu denen, die immer USA, USA. Okay. Ach so, das hat sie erledigt. Ja, den kann man schützen, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Okay. Hast du... Heilige Scheiße! Oh ja, jetzt war es ja relativ kompliziert. Ich brauche Molotow, sonst wird das hier nichts. Ja, was war denn das gerade? Ich habe meinen Controller nicht mal angefasst, aber egal. Okay, wir brauchen einen Molotow-Cocktail. So, und jetzt werde ich den schon mal ausrüsten. Ich komme da gar nicht rauf. Nein! Willst du mich verarschen, Alter? Wie soll ich denn das machen? Wie ist man denn auf diese behinderte Idee gekommen? Ich soll den Umschlag suchen. Ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ich sollte den ja gar nicht töten, ich sollte ja nur den Umschlag mitnehmen. Okay, wenn ich jetzt von einer anderen Stelle komme, vielleicht kann ich ihn dann eine Falle stellen. Zumindest wenn er nicht so weit weg ist. Das ist ein Zombie, da springt erstmal schön runter. So, dann rennen wir jetzt mal hier nach unten. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, an was es mitunter liegt. Das ist ein Überlebender. Boah, das ist so dumm, ey. Also wirklich. Das sollten sie bei Teil 2 wirklich ändern. Bis dann, sie schlagen zu und können dann gleich greifen. Also ich kann nicht schlagen und greifen. Werd dir gerne den Kopf abpacken.
Okay. Das hat sehr gut funktioniert. Buddy, mach mal hin. Hab noch ein paar andere Sachen zu tun. Man sagt, dass Raiz Überlebende entführt. Deshalb bin ich aus dem gesicherten Viertel abgehauen. Ah, okay. Jetzt wissen wir natürlich noch ein bisschen mehr, ne? Okay, ich hoffe, dass ich jetzt den Plan bekomme. Sind wir hier wieder bei der Stelle, okay. Ja, Lebensausrüstung könnten wir eigentlich auch gebrauchen. Aber die bringt mir gerade nichts, also... Geil wäre es natürlich, wenn ich, den Typen einfach abmurksen könnte. Aber ihr habt ja gesehen, der kann von einer extremen Entfernung zuschlagen. Ich werf nochmal zur Sicherheit. Willst du mich verarschen? Was war denn das jetzt? Was war denn... Alter, was ist denn da jetzt explodiert? Oh, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Jetzt habe ich vor allen Dingen auch keinen... Schön. Das finde ich geil. Ja, ich habe jetzt natürlich keinen... Ach, echt. Es ist so nervig. Ich hoffe, der Typ ist tot, ne? Weil ansonsten... Weiß ich halt nicht weiter. Das kotzt mich gerade mega an. Ich verstehe nicht. Ja, ich habe den abgemurkst und auf einmal ist dieses Fass explodiert. Obwohl es hätte gar nicht explodieren dürfen. Okay, bringt sogar relativ viel. Jetzt muss ich erstmal gucken, was kann ich denn dafür kaputt machen. Meine Playser hat gerade gemacht, was sie will. So. Die Schaufel, die bringt 48. Die Klinge kann ich noch wie häufig machen. Ich kann sie noch zweimal reparieren. Kack drauf. Ich nehme eine Waffe mit. Eigentlich konnte ich hier noch rein. Oder kommt es erst später? Und da ist der Plan. Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Du wirst hier noch zum Helden. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, die Waffen gehen relativ schnell kaputt. Was für eine Antenne? Wisst ihr, das sind immer so eine Sachen. Ich weiß nicht mal, was jetzt. Wer, wo, wie. Ist mir scheißegal, Alter. Das sind so eine Sachen, ich versteh's nicht. Bei irgendeiner Antenne braucht er Hilfe. Ja, dann bleibt da halt stehen. Okay, mir scheint, Raiz ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt, besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Okay. Oh, Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. So, ich werde jetzt mal, bevor wir jetzt zu Raiz gehen, alles einsammeln und dann zum Turm rennen, weil das schaffen wir. GA-Paket gestohlen, okay. Kann ich nicht ändern. Hier kann man, wie gesagt, durch die verschiedenen Apartments schlendern. Und mitunter kriegt man auch sehr viele gute Sachen. Also zumindest, wenn man das Schloss knacken kann. Ja, oder man knackt erst gar nichts. Och Mann, ey, was ist denn das hier jedes Mal?
Ja, ich kann das auch, was du kannst. Wisst ihr? So ein Hühnerschiss. Also da haben die Entwickler irgendwie nicht durchgedacht. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so eine Sachen, wenn ich jemanden schlage. Ja? Ich meine, klar, in echt könnte ich ihn auch greifen, aber das ist ja hier totaler Schmarrn. Naja, was soll's. Müssen wir nehmen, wie es ist. Okay, was haben wir hier? Da haben wir... Oh! Müffelmesser-Mod. Geil. Ich glaube, ich hatte auch gar nicht alle Waffen-Mods, weil es gibt relativ viele. Bisschen Müll. Oh, was zu essen. Und noch Küchenkram. Sehr, sehr geil. Können wir gut gebrauchen. Den haben wir gerade abgemurkst und... Ich werde mal gleich gucken, ob ich noch irgendwas machen kann. Ja, ich hänge sehr viel in den Menüs rum, ne? Aber das Problem ist halt, du kannst halt so nichts craften, wenn du nicht in den Menüs bist. Und ich habe vor allem Licht an. Nicht so eine geile Idee. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Ja, ich könnte ihm zwar helfen, aber nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit und auch keine Lust. Okay, jetzt sind wir fast bei Raiz. Das ist gut. Dann kann ich ja jetzt eigentlich die Waffe, die ich habe, die könnten wir noch reparieren. Die bringt aber gar nichts. Jetzt will ich erstmal gucken. Wir haben Baseballschläger. Kann ich irgendwie was entwerfen? Müffelmesser, oh, da fehlen uns noch ein paar Sachen. Da fehlen uns auch wieder Sachen. Schweißermod, Wachtmeister. Eigentlich ist der Wachtmeister ziemlich geil, ja. Also ich kann ihn nur empfehlen. Der ist zwar nicht besonders stark, aber das macht gar nichts. Kann ich eigentlich eine Waffe irgendwie upgraden? Fallen lassen, upgrade, 2. Handlung, Schaden, Haltbarkeit. Handling, meine ich. So, das ist auch sehr geil. Ich habe jetzt irgendeinen Hammer, der natürlich noch ein bisschen mehr aushält. Und da ist das Messer, was einfach ist. Also meine stärkste Waffe will ich noch nicht aufbrauchen. Ich nehme jetzt mal den, die Schaufel. Und grundsätzlich sollte man die meisten Waffen nicht einfach so... Also die guten Waffen sollte man nicht gleich aufbrauchen, wisst ihr, was ich meine? So, da ist der Transporter. Kann es sein, dass es immer mehr Zombies hier werden? Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer. Raiz wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Wir werden sehen, Raim. Mal sehen, was Raiz uns jetzt zu sagen hat. Zeig mal Mitleid. Sehen Sie das als Schwäche an. Mit den kleinen Fingern nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich gebe dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition. Und du bist glücklich, die simple Aufgabe zu erledigen. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Torens. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Werd ich nicht. Deine Treue zum Toren ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal.
Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Ja, was würdet ihr an meiner Stelle tun, Leute? Ich würde einen Lieben eintauschen. Kannst du dir doch denken. Was soll ich sagen? Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss dich mögen. Ja, ja. Er ist mein größter Fan. Er hat dir keine Kugel in den Kopf gejagt. Hat dich nicht den Beißern überlassen. Du bist da lebend rausmarschiert. Er scheint dich für nützlich zu halten. Oder er überlegt, wie er dich kreativ zu Tode foltern kann. Das macht er manchmal. Pass auf, Junge. Ja, jetzt müssen wir mit dem ein bisschen antiziehen. Ach, Mist. Zum Turm, aber vorher müssen wir noch mit den GI reden. Das wird natürlich immer geiler. Der Betrug an Crane, das ist schon echt übel, Leute. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen sie nicht für Insubordination, Crane. Machen sie's. Ach, fick dich, du Arsch. Ja, das hätte ich auch gesagt. Sogar im gleichen Kontext. Das größte Problem, was wir haben, ist, wir haben nicht genug Antizin. Das reicht, glaube ich, nur für ein paar Tage. Und das andere Problem ist... Anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Die werde ich jetzt nicht machen, denn wie gesagt, ich wollte zum Turm und dann die Aufnahme danach auch beenden. Oder musste man danach noch beim Turm die Etage reinigen? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist nichts drin. Hier kann man hoch. Okay, da ist ein Kühlschrank und eine Brotdose, aber die bringt uns gar nichts. Mitunter kann man ja halt gute Sachen finden. Aber ihr seht ja, gerade haben wir nicht ganz so viel Glück. Naja, was soll's. So ist das Leben. Und da sind die Türme auch schon. Also wir sind nicht mehr so weit weg. Was gut ist. Ich habe gerade eine Rabattaktion. Es wird doch bald Tag, sehe ich. Ach, Tag. Nacht, meine ich. Bracken, ah, hier ist Crane, hörst du mich? Bracken, hörst du mich? Ach, Scheiße. Jade, hier ist Crane, hörst du mich? Crane, wie viel Antizin hast du denn? Raiz wollte das...
Also, er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt, das reicht nur für ein paar Tage. Hör mal, Crane, wir haben ein Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Komm schnellstens zurück und verlier das Antizin nicht. Ich glaube, wir mussten ihn säubern. Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt nochmal. Alle sind ja gleich da, werden wir eh sehen, weil das mache ich dann noch und dann höre ich auch auf. Ist ja zum Glück nicht mehr weit. Und dann werden wir, glaube ich, bei der nächsten ja erstmal ein paar Nebenmissionen abarbeiten, weil es gibt sehr viele. Die kann man auch schnell schaffen, wenn man weiß, was man machen muss. Und ich war auch schon eine Weile nicht mehr hier. Also mal gucken, was wir kriegen. Du hast was für uns? Danke. Wir können wirklich alles gebrauchen. Jo, bitte sehr. Ja, wir kriegen auch ein paar Sachen mitunter, ne? Also immer schön alles einsammeln. Der Cricket-Schläger, den können wir noch gut gebrauchen. Jade hat mir gerade erzählt, dass im 18. Stock die Epidemie ausgebrochen ist. Ich muss das bisschen Antizin, das ich habe, schnellstmöglich zum Turm bringen. Naja, ich bin ja schon da. Hast du das Antizin? Gib es mir. Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Brecken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Leider auch ein paar Kinder. Du redest besser mit Brecken. Ich bringe Lena diese Medizin. Ach ja. Ihr seht ja alles diese Symbole. Das sind Missionssymbole, ja? So viel ich weiß. Einige kann man sofort abschließen. Für andere braucht man mehrere. Anläufe. Die armen Kinder. Hier werden die Antizin-Abwürfe angekündigt. Und das hat einfach aufgehört. Da waren Kinder drin! Ich war wie gelähmt. Lena musste eingreifen. Vielleicht sollte sie übernehmen. Zum Teufel, Crane! Ich bin kein Anführer! Ich bin ein verdammter Parkour-Trainer! Also das Freerunning... Das warst du? Brecken, du hast den Leuten geholfen zu überleben. Weißt du, was ich in der Tasche hatte, als ich nach Harran kam? Visitenkarten, verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, hier ein paar Schüler zu finden. Vielleicht sogar genug, um mir ein Haus leisten zu können, statt dieser abgeranzten Mietwohnung. Also, ich werde selbst mit Rice reden. Hey, Moment mal. Diese Leute brauchen dich. Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Es muss einen anderen Weg geben, einen besseren Weg. Gut, ich warte. Aber nicht lange. Tja, Leute. Und das war jetzt so Zeit, schlimm. Dass ich endlich mal was Gutes tue. Okay, jetzt gehen wir zum GI. Mal gucken, was kommt. Danach kann man sagen, muss ich auch gleich ausmachen. Rahim! Hey, was machst du hier oben? Hey, Crane! Kann ich dir trauen? Wie viel hast du denn, Intus, Junge? Kann ich oder nicht? Ja. Was gibt's? Siehst du den Wolkenkratzer? Späher haben dort ein Schattenjägernest entdeckt. Wenn wir das zerstören, könnten wir nachts auf Mission gehen. Also dachte ich, wenn wir Sprengsätze anbringen... Ach, Mann, der Plan schon wieder... Crane, das muss sein.
Solange es das Nest gibt, werden wir nie genug Antizin auftreiben. Es würde funktionieren. Wir sind ein gutes Team. Scheiße! Scheiße! Lass mich bloß nicht fallen! Oh, fuck. Ich sag's ja, wir sind ein gutes Team. Schau, Rahim, wir haben keinen Sprengstoff. Nichts. Allerhöchstens vielleicht sowas wie Spikes Böller. Das Ganze ist unmöglich. Du weißt ja nicht, wie das ist. Ich muss immer zuschauen. Untätig rumhocken, alles mit ansehen und kann nichts tun. Ich will hier nicht sterben, Crane. Nicht so. Nicht hilflos. Wenn ich draufgehe, dann lieber im Einsatz. Was ist das? Ich sollte am Sonntag fliegen. Die Quarantäne ging am Donnerstag los. Hatte schon gepackt. Also gut, ich halte die Augen offen, okay? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde... Was soll's? Alles verändert sich ins Negative und man kann eigentlich noch sehr viel Positives erreichen, glaube ich. Also sollten wir bei den Nebenmissionen auf jeden Fall ja mitmachen, um den Turm halt ein bisschen besser zu machen. Hier ist Crane, hören Sie mich? Was wollen Sie, Crane? Ich will, dass Sie wieder Antizin abwerfen. Wenigstens beim Turm. Diese Leute brauchen Hilfe. Sie sind in Harran, um die Datei zu finden, nicht um Mutter Teresa zu spielen. Oder haben Sie sich Rais Vorschlag nochmal überlegt? Vielleicht würde Frau Aldemir ja sogar kooperieren, um ihr Talent auf die Probe zu stellen. Geben Sie uns erstmal Antizin, dann reden wir darüber, was Rais will. Oh, uns also, wie? Nun, wir können Ihre Bitte leider nicht berücksichtigen. Das Verhältnis zum Ministerium ist etwas angespannt. Die Wiederaufnahme der Abwürfe wäre derzeit politisch nicht opportun. Ihr verdammten Arschlöcher schießt echt den Vogel ab. Ihr und eure scheiß Datei. Ich finde die Datei, aber ich sehe sie mir gut an. Ich entscheide, was ich damit tun werde. Ja, damit haben wir jetzt den Pakt mit Rais eigentlich abgeschlossen. Laut und deutlich. Was kann ich für dich tun? Wir haben nicht viel Zeit, deshalb ohne Umschweife. Ich brauche deine Hilfe. Rais hat eine verlassene Schule in ein Depot umfunktioniert. Und ich vermute, dass er sein Antizin dort lagert. Wir könnten uns hineinschleichen und all die Medikamente besorgen, die der Turm braucht. Verstehst du? Bin dabei. Großartig. Wir treffen uns in einem der Waggons auf der Brücke nahe der Schule. Ist schon gut. Hey, Jade. Falls wir kein Antizin finden sollten, müssen du und ich uns unterhalten. Über was? Jetzt steht erstmal ein Überfall auf Rais Lager an. Dann sehen wir weiter. Ja, Leute, und ich würde mal sagen, das werden wir dann beim nächsten Mal uns etwas genauer angucken. Wir gehen jetzt zu unser Zimmer, also genau hier hin? Ja. Nee. Ach, ich muss ja runter. Ja, ich gehe jetzt noch kurz runter, dann gehen wir zu uns, ja, ins Zimmer. Oder nicht richtig ins Zimmer. Aber dass wir da beim nächsten Mal weiterspielen. Es hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ja, wenn euch das Video auch gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bis dann und tschüss!